So, guten Morgen. Herzlich willkommen. 11:01 Uhr. Ich Guten Morgen. hoffe, alle sind inzwischen im Zoom-Meeting zu unserer DWU-Digitalveranstaltung ESG in der Lieferkette gut angekommen. Sonst besteht bestimmt jetzt gerade auch noch die Möglichkeit, sich reinzuschalten. Mein Name ist Verena Menz. Ich bin stellvertretende Leiterin im Zentrum für Umweltkommunikation der DBU. Vertrete heute meinen Kollegen Jan Quaing von der DBU-Initiative Nachhaltig Digital, der das ganze Meeting vorbereitet hat, aber heute leider verhindert ist. Der sendet Ihnen aber auch herzliche Grüße. Ich klicke einmal kurz auf das, was ich Ihnen zu Anfang auf jeden Fall sagen muss, nämlich einmal, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Dann können Sie, gerade wenn Sie anonym bleiben wollen, Ihre Kamera ausgeschaltet lassen. Bitte den Ton ausgeschaltet lassen, damit wir hier keine Störsignale oder sonst was haben. Sie dürfen natürlich gerne Fragen stellen. Wir wollen ja am Ende eine Diskussion haben. Schreiben Sie die Fragen einfach in den Chat. Wir haben als Ablauf vorgesehen, dass wir gleich erstmal zwei Impulse bekommen. Unsere Impulsgeber sehen Sie schon, stelle ich Ihnen gleich noch ein bisschen vor. Und dann können Sie während der Impulse schon das, was Sie interessiert, bewegt, in den Chat schreiben. Und wenn die Impulse vorbei sind, gucke ich da drauf und schaue mal, was es gibt. Versuche das vielleicht sogar noch so ein bisschen zu bündeln und wem ich dann die Bemerkungen oder die Fragen zuordne. Und so hoffe ich, dass wir da gut durchkommen. So, damit jetzt alle wieder wissen, wo sie gelandet sind, hier nochmal. ESG in der Lieferkette. Ich habe meinen Kollegen Jan Quaing gefragt, warum Sie sich darauf gestürzt haben, und dann hat er mir gesagt, Nachhaltig Digital ist eben eine Initiative, die versucht, Nachhaltigkeit und Digitalisierung für den Mittelstand zusammenzubringen und da am Puls der Zeit zu bleiben, Lösungen aufzuzeigen. Und das Thema Lieferketten spielt ja auch in den Medien, in den Nachrichten eine Rolle, hat auch DBU Nachhaltig Digital interessiert. Darum haben sie das in den Fokus genommen. Das machen die immer in regelmäßigen Abständen, dass sie bestimmte Themen in den Fokus nehmen und nennen das einen sogenannten Baustein und bereiten da eben Hintergrundinfos und Veranstaltungen wie die heutige zu auf. Also ich bin selber ganz gespannt, wie wir das mit dem ESG in der Lieferkette hinkriegen, wie wir also Environmental, Social and Governance, also gute Unternehmensführung, Nachhaltigkeit in die Lieferkette integrieren. Und da ich da gar nicht so viel dazu weiß, gebe ich jetzt gerne an unseren ersten Impulsgeber weiter. Das ist nämlich der Herr Adler von Code Gaia. Und Code Gaia schreibt auf seiner Webseite, dass sie Unternehmen unterstützen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit mit Software as a Service, also Softwarelösungen anbieten. Und in der Ankündigung dieser Veranstaltung hieß es ja auch schon, dass das vielleicht sogar Arbeit beim Reporting abnehmen könnte, dass es den Unternehmen den Weg erleichtert. Und da freue ich mich total, Herr Adler, wenn Sie uns erzählen, wie das funktionieren kann. Ja, dann Super, gerne. mache ich Ihnen quasi den Vielen Bildschirm Dank. frei. Und freue Yes. mich auf den Beitrag. Ja, vielen Dank, Frau Wenz. Dann teile ich gleich mal meinen Bildschirm. Und ich denke, den sieht man jetzt mit dem Melden. Sehr gut. Starte ich einmal los und will einmal kurz mit meiner kleinen persönlichen Geschichte anfangen, warum wir das mal gegründet haben und warum es Code Gaia eigentlich gibt. Und zwar ist es so, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit, das wird ja immer wichtiger. Ich glaube, das ist uns allen irgendwie klar. Viel wird da auch gerade darüber diskutiert, gerade auch gut auf europäischer Ebene über Lieferketten-Themen. Aber damals, wo ich komme eigentlich aus dem Banking vor 5 Jahren, da war das alles noch so ein bisschen in den Anfangszeiten. Da gab es gerade die Fridays for Future-Bewegungen. Und das Interessante war damals, es gab damals schon eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht und als Bank ist man da auch bereits verpflichtet gewesen. Und ich habe dann mal irgendwie zu laut gesagt, dass mir das Thema Nachhaltigkeit persönlich wichtig ist. Und schon hatte ich die Nachhaltigkeitsberichterstattung bei mir auf dem Tisch. Damals nach dem GRI-Standard, einer der international anerkanntesten bzw. verbreitetsten Standards. Und musste ohne Vorwissen und ohne Großkapazität einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Und nach dieser sehr frustrierenden Erfahrung, wie ich mich wiedergefunden habe, wie ich von meinem Chef die Tankbelege aufgetippt habe und unsere Papierlieferanten befragt habe, könnt ihr uns da irgendwelche Daten geben, damit wir hier berichten können? Dachte ich mir, das ist so frustrierend. Und daraus ist dann eigentlich mal Code Gaia entstanden. Weil wir möchten wirklich den Mittelstand dabei unterstützen, die Regulatoriken zu erfüllen und den Weg frei zu machen für eine nachhaltige Transformation. Weil ich glaube, das ist mittlerweile allen klar, dass wir da was tun müssen. Das hat sich natürlich auch der Gesetzgeber gedacht. Es gibt da verschiedene
Standards und Frameworks, die zu beachten sind. Ich bringe jetzt auch gleich nochmal auf eine Zeitlinie. Da, was man schon mal gehört hat, ist die CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive. Die hat dieses Jahr schon begonnen für die bereits berichtspflichtigen Unternehmen. Es gibt ja bereits eine Berichtspflicht, wie schon erwähnt. Es sind aber relativ wenig Unternehmen, also in Deutschland 500 Unternehmen, die darunter fallen bisher. Es sind alle kapitalmarktorientierten Unternehmen, die sich damit beschäftigen müssen. Kommen wir auch gleich nochmal dann drauf, was da die Inhalte sind und was das mit den Lieferketten auch zu tun hat. Es gibt auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wird die Kollegin, die nach mir folgt, dann bestimmt auch mehr darüber noch erzählen. Das ist eigentlich Unternehmen ab 1.000 bzw. Bisher 3.000 Mitarbeitenden verpflichtet, über Lieferketten-Sorgfaltspflichten zu berichten, in bestimmten Art und Weise. Und es kommt noch vieles anderes. Also es gibt dieses CBAM beispielsweise, die gerade auch intensiv ausgerollt wird, wo emissionsintensive Branchen gewisse Kennzahlen berichten müssen, wo es auch viel um Lieferketten bzw. auch vorgelagerte Lieferketten geht und auch die Emissionswerte dahinter. Es gibt die EU-Taxonomie. Die EU-Taxonomie, die beschreibt, welche Investitionen und Ausgaben man hatte in jeweiligen Nachhaltigkeitsaktivitäten und was damit auch quasi taxonomiekonform ist, da die Begriffserstattung, was damit einhergeht. Das heißt, welche Lieferanten sie auch bezahlen. Und wie die quasi ihre nachhaltig oder was als nachhaltig da deklariert wurde, was man da ausweisen muss. Und was jetzt bisher ja schon abgewählt, beziehungsweise gerade ja Diskussion ist, ist ja gerade sehr, sehr intensiv. Die Europäische Kommission hat da auch nochmal einen Vorschlag gemacht, ist ja die CSDDD. Das ist das ganz vereinfacht gesagt, das deutsche Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene. Natürlich ist da viel mehr mit drin. Und hat auch einen gewissen Umfang. Das ist gerade sehr intensiv in der Diskussion, das haben wir vielleicht aus der Presse mitbekommen. Da dahinter liegen dann auch wieder Standards. Also die CSRD beispielsweise, die nutzt den ESS-Standard, insbesondere Berichterstattung. Es gibt den GRI, es gibt den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, was man auch schon gehört hat, und auch weitere Standards, die sich gerade daraus entwickeln. Was man immer mehr sieht, ist, dass es sich konzentriert auf einzelne Standards, insbesondere den ESRS, dass das als zentrales Berichterstattungstool künftig im Mittelstand dann auch berücksichtigt werden muss. Und darüber hinaus gibt es noch freiwillige Frameworks, die wiederum aber Teil sind oft von anderen, von diesen gesetzlichen Standards, die wurde damit integriert sind, zum Beispiel, was man jetzt hier kennt, das Greenhouse Gas Protocol mit diesen Scope 1, 2 und 3, insbesondere für die Emissionsbilanzierung. Genau, und das nochmal hier auf einen Blick, wie es gerade auch so die Timeline bezüglich diesen Regulierungen. Ich habe jetzt mal so die vier wichtigsten rausgenommen. Wie gesagt, die bisher sind die bei der CSRD, die bisher berichtspflichtigen Unternehmen, berichtspflichtig. Und ab 2025, also für das Geschäftsjahr 2025, das heißt Berichtsabgabe in 2026, sind alle größeren Unternehmen in der EU verpflichtet, diesen Bericht zu erfüllen. Und dieser Bericht, das muss zwei dieser drei Kriterien, die wir hier sehen, muss man erfüllen. Also 250 Mitarbeiter, 15 Millionen Umsatz, 25 Millionen Bilanzsumme. Das heißt, wenn man zwei dieser drei Kriterien erfüllt, ist man dann mit dabei und damit prüfungspflichtig. Und das Ganze wird dann künftig auch noch weiter ausgerollt auf börsennotierte KMUs und auch, auf Unternehmen außerhalb der EU. Das ist dann, kommt dann in 2028. Also da merkt man, dass das Stück für Stück auch weiter ausgerollt wird. Das LKSG ist ja heute auch schon, aktiv, wurde dann auf 1.000 Mitarbeitenden runtergesetzt. Und da sehen wir gerade, ich weiß gerade gar nicht, wie da die konkreten Fristen sind, dass man da wirklich auch seinen ersten Bericht dann auch abgeben muss beim BAFA und da weiter auch mit einhergeht. Die Taxonomieverordnung, da würde ich einen Satz noch dazu sagen, weil es oft verwechselt wird im ESG-Reporting, wo es ja um die Ausgaben an Lieferanten insbesondere auch geht. Das ist Teil der CSRD. Das heißt, wenn man auch nicht direkt taxonomiepflichtig ist, muss man sich trotzdem mit der EU-Taxonomie verpflichten, weil man da Taxonomie-Offenlegungspflichten hat und dementsprechend eigentlich nicht drum herum kommt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema auch, was hat das Ganze mit den Lieferketten zu tun, diese ganzen Berichtspflichten, wie geht es einher? Und ich habe jetzt hier mal einmal die Inhalte der ESRS-Berichterstattung, die für die CSRD relevant sind, rausgenommen. Es gibt so diese Nachhaltigkeitsthemen, nennen sie die Standards, in den drei Kategorien ES und G. Und da sieht man schon, ich habe es mal so rot eingekreist,
wo Lieferketten ein Thema sind, wo man über Managementansätze, über Risikomanagement in den Lieferketten in Bezug auf ESG-Kriterien berichten muss, fängt an im Klimawandel, beispielsweise mit den Scope-3-Emissionen, das sind die vor- und nachgelagerten Lieferketten-Emissionen, wo man darüber berichten muss, erstens die Daten berichten muss und zweitens auch, was man da dagegen tut, um das einzugrenzen. Aber ich ziehe hier auch soziale Themen wie Belegschaft in der Wertschöpfungskette, in G1 hat man auch Korruptionsthemen und so weiter. Das heißt, man muss sich künftig einfach als mittelständisches Unternehmen sich mit den ESG-Kriterien in den Lieferketten beschäftigen und man darf das auch einfach nicht unterschätzen, was das natürlich mit einhergeht. Auch wenn hier nicht dediziert außer in S2 drinsteht, man muss quasi was mit, für die Lieferkette machen. Es ist immer über 1200 Datenpunkte und das sind wieder einzelne Datenpunkte, die sich auf Wertschöpfungsketten und Lieferketten referenzieren. Das Problem, ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, ist, diese ganzen Anforderungen, die binden ja extrem viel, also es geht vielen da draußen, extrem viel Personal, es ist sehr aufwendig, oft ist gar nicht das Vorwissen oder Kapazität vorhanden. Und da will ich auch beruhigen, das geht jedem so. Also wir sprechen zurzeit mit sehr, sehr vielen mittelständischen Unternehmen, also da keine Angst, also es geht vielen so, das merkt man auch im Markt. Ich glaube, deswegen wird das Lieferkettengesetz auch gerade intensiv da diskutiert, weil natürlich das viel Bürokratie ist, die aber auch einen Nutzen hat auf jeden Fall. Und es gilt ja jetzt daran, sich darauf vorzubereiten, die Prozesse und die Lösungen zu schaffen. Und da will ich auch gleich mal so mitgeben, insbesondere für die künftige Berichterstattung, so ganz high-level, was man machen sollte. Bitte unterschätzen Sie nicht diese ganzen Schritte zu dieser Berichterstattung. Und wir brechen das immer in so drei Schritte auf. Und zwar ist es einmal die doppelte Wesentlichkeit. Da geht es darum, Wesentlichkeiten festzulegen, was ich berichten muss. Dann eine zweite auch diese ganze Berichterstellung, wo dann auch die Lieferketten-Themen drin sind. Da wird die Kollegin von TerryConnex bestimmt auch gleich noch was dazu sagen, wie man das auch dann lösen kann. Da muss man sich verschiedene Lösungsplayer auch anschauen und schauen, dass wir das Ganze zusammenbringen, den Bericht. Und dann auch nicht zu unterschätzen, das ganze Klimabilanzthema, insbesondere mit Scope 3, den Lieferketten, wo Daten erfasst werden müssen, motiviert werden müssen, um das Ganze dementsprechend auch umzusetzen. Und da vielleicht auch ganz kurz, wie wir da unterstützen, also wir haben eine All-in-One-Lösung gebaut auf Software-Seite für CO2 und ESG-Management im Mittelstand. Das heißt, wir bündeln verschiedene Prozessschritte und Services im ESG-Management auf einer Plattform. Das heißt, von der Datenerfassung über das Planen von mit Projekt- und Zielmanagement, über das Berichten nach den verschiedenen Standards, die gefordert sind, gepaart mit persönlichem Support, bündeln wir das auf einer Plattform, damit man da so wenig wie möglich Kopfschmerzen hat mit den ganzen Themen und bieten da auch Lieferkettenlösungen an oder arbeiten beispielsweise auch mit verschiedenen Lösungsanbietern in Lieferketten zusammen, um da auch industriespezifisch tiefer reinschauen zu können. Und das ist mir vielleicht auch ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass man sich gerade viel umschaut und versucht, sich vorzubereiten, viele Lösungen anschaut. Und mir ist ganz, ganz wichtig, nie vergessen, also ich höre dann oft, Software, das ist meine Lösung und die machen das dann schon. Vergesst man nicht, dass das ganz ein umfassendes Thema ist und es wirklich eigentlich die Synergie ist aus Software und auch persönlicher Nachhaltigkeitsberatung und auch der Support, also auch intern die Kapazitäten aufzubauen, intern das Wissen zu stärken, auch mit externer Unterstützung ist ganz, ganz wichtig und sollte man dabei nicht vergessen, dass es immer eine Synergie der beiden Felder ist und nie auf eins allein setzen, weil so kann man die Stärken optimalerweise dann auch ausspielen. Und wir arbeiten da auch bereits mit diesem Ansatz mit 230 Unternehmen zusammen, insbesondere im Mittelstand. Also super gerne da uns auch einfach auf LinkedIn folgen. Wir publizieren da ganz viel, wie es an anderen Unternehmen geht, wie die das Ganze machen und so weiter. Also da super, super gerne, weil wir da viel gerade in Content investieren. Der hilft einfach da so ganz konkret zu werden. Und wenn Sie jetzt nicht die letzten Minuten dazu zugehört haben, ist mir eigentlich so ein paar Punkte wichtig, die Sie unbedingt mitnehmen sollten. Und zwar, was mir ganz, ganz wichtig ist, insbesondere auch für die Lieferketten-Themen, dass man die Stakeholder frühzeitig einbindet, Einkauf mit einbindet, dass man das Management mit einbindet und so weiter und die abholt, dass künftig Berichtspflichten bestehen und dass man die mit einbinden muss und kollaborativ gemeinsam auch an der Nachhaltigkeit gemeinsam arbeiten möchte. Dann
insbesondere für die Berichterstattung empfehlen wir auf jeden Fall einen Probelauf. Das Ganze wird prüfungspflichtig. Ihr habt hier unten auch den Dialog mit Auditoren. Und wir machen gerade sehr, sehr gute Erfahrungen damit, dass man einen Probelauf gemacht hat in 2024, damit man diese Prozesse schafft und auch mit den Auditoren in den Dialog geht, was ist denen wichtig in der Prüfung und wie können wir uns optimalerweise darauf vorbereiten, auf das erste ernsthafte, verpflichtende Jahr in 2025. Und deswegen da auch keine Zeit zu verlieren. Das Thema ist wirklich groß, man kann es aber lösen. Man sollte sich nur genügend Zeit dafür nehmen, damit es nicht kurz vor dann Berichtsabgabe in 2025 sehr schnell hektisch wird, weil das einfach dann einfach Risiken hat, auch dann bezüglich der Berichterstattung. Wenn man da sauber sich vorbereitet mit dem Probelauf, dass man da keine Zeit verliert. Und dass man modular auch die Anforderungen anbindet, dass man sagt, okay, ich starte jetzt erstmal mit dem kompletten CSRD-Thema und binde mir das modular auf in die Themen, in Lieferketten beispielsweise, dass man da sich aussucht, okay, wann beschäftige ich mich damit, wann mache ich da einen Deep Dive da rein. Und bei Deep Dive bin ich auch damit, ich weiß, das tut weh, aber es ist echt eine gute Nachtlektüre, dass man sich auch mit diesen Standards beschäftigt, was die Inhalte da drin sind und was man damit machen, also was zu berichten ist. Es ist ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur auf dritte Parteien da zu verlassen. Und was wichtig ist, so persönliche Ansprechpersonen zu suchen, gerne da einfach auch, also es gibt da Formate, wo man sich mit seinen Peers da auch austauschen kann, in Arbeitsgruppen gehen kann. Jetzt besuchen Sie heute die Veranstaltung, vielleicht gibt es ja auch im Nachgang der Veranstaltung wieder Personen, die ähnliche Herausforderungen haben. Da haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen haben wir auch eine Community geschaffen und das super gerne mir einfach danach auf LinkedIn schreiben, da kann ich da einfach einladen, das ist kostenlos, wo man sich genau zu diesen Themen, und da haben wir einen extra Lieferketten-Room auch, wo man sich miteinander austauschen kann, wo wir Content haben, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sogenannte Cheat-Sheets, damit man sich da optimalerweise dann auch vorbereiten kann. Und da glauben wir sehr, sehr fest dran, dass es da, wir haben auch quasi das geballte Wissen von der Community geht und das stellen wir da auch zur Verfügung. Und somit bin ich auch schon am Ende und ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Zeitraum sehr gesprengt. Und wie gesagt, super gerne auf LinkedIn oder mir per E-Mail schreiben, dann würde ich da auch gerne den Community-Zugang dann so herstellen. Und vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, ich bin wieder zu hören. Herr Adler, ganz vielen Dank. Ich habe mir schon mal mitgenommen, es macht Arbeit. Wir kommen nicht drum herum, aber es gibt Unterstützung. Also insofern schon mal vielen Dank für Ihre Tipps und Tricks. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die letzte Folie auch im Nachgang noch mal betrachtet wird. Wir haben weitere Tipps, Tricks, Unterstützung für Sie hier in der Veranstaltung versammelt. Nämlich Frau Menillo kommt von Integrity Next und auch Integrity Next möchte Unternehmen einfache Lösungen Unterstützung anbieten, um eben diese geforderten Standards in die Lieferkette zu integrieren. Und ich kann mir vorstellen, also ich bin schon ganz gespannt, da noch mehr zu erfahren, wie man das wohl gut hinkriegen kann. Frau Menillo, der Bildschirm gehört Ihnen, sage ich. Ja, vielen Dank, Frau Menz. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Dann teile ich auch meinen Bildschirm. Sie sollten jetzt meine Präsentation sehen. Super. Ja, genau. Also ich bin Angela Menillo, ESG-Expertin bei Integrity Next und freue mich heute über ESG-Anforderungen in der Lieferkette zu sprechen und wie eine mögliche Umsetzung mit Integrity Next aussehen kann. Kurz zu uns. Wer ist Integrity Next? Integrity Next ist ein Softwareanbieter für Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette. Konkret haben wir eine cloudbasierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Transparenz in der Lieferkette zu schaffen. Und das bedeutet einerseits die ESG-Risiken, also Umwelt, soziale Risiken, aber auch in Bezug auf Governance-Themen ihrer Lieferanten zu verstehen, zu analysieren, aber auch zu managen. Ebenso auch deren Nachhaltigkeitsleistung zu verstehen, also Transparenz zu schaffen und darüber zu reporten. Und ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht, um ein bisschen hier den Kontext auch aufzuzeigen. Wir haben aktuell um die 1,5 Millionen Lieferanten auf unserer Plattform und das weltweit in über 195 Ländern.
und decken dort eine Vielzahl an Themen ab. Aktuell sind es 37 ESG-Themen. Ich habe Ihnen auf der nächsten Folie auch mitgebracht, einige unserer Themen, einfach, dass man da auch so ein bisschen Verständnis dafür bekommt, was sind hier für Themen gemeint. Für den Umweltbereich sehen Sie die Themen ganz links. Da sind natürlich Themen wie CO2-Fußabdruck, wissenschaftsbasierte Ziele, Science-Based Targets, aber auch weitere Themen wie zum Beispiel Product Compliance-Themen wie REACH, ROHAS mit dabei. Dann im mittleren Block haben wir die sozialen Themen. Da sind vor allem Menschenrechte und Arbeitsrechte im Schwerpunkt, aber auch eben wieder Product Compliance-Themen wie Konfliktmineralien, die wir abdecken. Und ganz rechts dann die Governance-Themen mit einem Beispiel, jetzt zum Beispiel das Thema Antikorruption. Genau, das ist so als Überblick über das Spektrum an Themen. Unsere Arbeit, die wir jetzt hierzu machen, zu diesen drei Themen und wo wir auch unsere Kunden unterstützen, lässt sich grob in drei Schwerpunktthemen unterteilen. Und da würde ich Sie gerne auch durchführen. Es ist jetzt auch sehr schön, das bereits auch von unseren Kollegen von Code Gaia bereits auch hier so ein bisschen Kontext gegeben wurde zur Regulatorik, dass wir da auch schon ja darauf aufbauen können. Ich würde ganz gerne mit dem Thema Lieferkettengesetze, Sorgfaltspflichten starten. Wir haben daneben eben auch das Thema Nachhaltigkeitsreporting, was auch eines unserer Schwerpunktthemen ist, und dann das Thema Dekarbonisierung in der Lieferkette. Ich habe Ihnen jetzt auf der nächsten Folie das Thema LKSG mal beispielhaft mitgebracht. Was Sie hier sehen, ist unseren LKSG-Risikomanagement-Prozess. Das ist der Prozess, durch den wir unsere Kunden führen, wenn wir sie beim LKSG begleiten. Und das Ganze lässt sich in 5 Schritte aufteilen. Wir starten hier mit einer abstrakten Risikoanalyse. Also unsere Kunden können, wenn sie für den eigenen Geschäftsbereich tatsächlich auch, also nicht nur für die Lieferanten, aber auch für den eigenen Geschäftsbereich und für ihre Lieferanten auch entsprechende Daten hochladen, mit relativ wenig Klicks Einblicke bekommen in die Länderrisiken, aber auch die Branchenrisiken, also abstrakt wirklicher mit den Mitteln, was sind hier übliche Risiken. Daneben bieten wir auch ein Monitoring von kritischen Nachrichten an, hilft eben auch nochmal zu verstehen, gibt es hier Dinge, die auch auf bestimmte Verstöße, die in den Medien waren, die auf bestimmte Verstöße auch hinweisen. Und das ist so der allererste Schritt. Es geht dann weiter mit einer konkreten Risikoanalyse. Da nutzen wir Fragebögen. Also das sind vor allem Selbstauskünfte, die aber auch durch Expertenteam von uns nochmal validiert werden. Also wir prüfen auch die Qualität der Antworten und kommen dazu. Also wer im LKSG etwas tiefer ist, der kennt das vielleicht, diesen Begriff, können da eben die Eintrittswahrscheinlichkeit gewisser Risiken ermitteln. Also zum Beispiel ein Risiko für Kinderarbeit kann dann eben mit einem geringen, mittlerem oder hohem Risiko oder einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet sein. Und das ist eigentlich dann auch das Ziel des Ganzen zu verstehen, wo habe ich hohe Risiken und wo muss ich dann auch weiter reingehen nach einer abstrakten und konkreten Risikoanalyse. Das machen wir dann im dritten Schritt im Rahmen der Angemessenheitsbewertung. Wir nennen das Ganze Impact-Analyse. Da können wir dann eben, nachdem wir gesagt haben, wie wahrscheinlich ist zum Beispiel ein Risiko für Kinderarbeit, können wir das auch noch mit einer Schwerebewertung versehen. Auch die Einflussmöglichkeit auf den Lieferanten ist hier relevant. Also zum Beispiel, wenn man jetzt den eigenen Spend im Vergleich zum Umsatz des Lieferanten auch sieht, dann kann man auch verstehen, welchen Hebel man hier eben hat. Und das Ganze hilft eben neben der Risikoermittlung in den ersten 2 Schritten auch nochmal zu verstehen, bei welchen Lieferanten muss ich wirklich auch priorisiert Maßnahmen ergreifen im nächsten Schritt. Das kommt dann im vierten Schritt, das Thema Präventiv- und Korrekturmaßnahmen. Da bieten wir auch ein Maßnahmentool an. Das heißt, auch das Thema Kollaboration ist uns hier sehr wichtig. Das heißt, natürlich Daten erfassen auf der einen Seite auf unsere Plattform, aber dann auch wirklich in die
ja, ins Doing kommen und gemeinsam mit den Lieferanten hier an den Themen auch zu arbeiten, wo man gewisse Risiken auch erkannt hat. Und das Ganze schließt sich dann ab mit der Berichterstattung. Hier haben wir verschiedene eben Standards, bei denen wir unterstützen. Im LKSG ist ja der Bericht an die BAFA ganz zentral. Daneben eben auch haben wir auch Funktionen zur GRI-Berichterstattung und zu den europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards. Und da würde ich jetzt auch gern in der nächsten Folie nämlich dazu kommen. Das ist nämlich unser Schwerpunkt Nachhaltigkeitsreporting. Also man sieht ja gerade bei dem Lieferkettengesetz in diesem 5-Stufen-Prozess, den ich Ihnen jetzt gezeigt habe, da wird natürlich ganz, ganz viel getan und in der Software. Und das Ganze hat eben den Vorteil, dass es eben softwarebasiert ist, dass es dann auch entsprechend dokumentiert wird. Also entsprechend auf dem Getanen können wir dann auch Reports erstellen. Ich habe Ihnen jetzt mal beispielhaft GRI einen Überblick gebracht zu unserem Nachhaltigkeitsreporting. Wir haben hier zwei Standards, die wir abdecken. Einmal im Bereich Umwelt, also da geht es um Umweltbewertung der Lieferanten, GRI 308. Und im Bereich Soziales, da geht es um Bewertung eben der sozialen Faktoren der Lieferanten im GRI 414. Also wir können durch Daten, die man dann eben hat, zu den Risiken, zu den Maßnahmen, die ergriffen wurden, hier die Kennzahlen auch für Sie zusammenstellen. Interessant ist jetzt auch im Kontext der aktuellen Diskussion natürlich, es gibt ja auch eine Vereinbarung zwischen GRI und ESRS. Das ist auch im Rahmen des Interoperabilitätsindex festgehalten, dass man auch die Kennzahlen mappen kann auf die ESRS. Und diese Kennzahlen fallen in diesen Governance-Bereich, also Business Conduct, dieses G1. Ich werde es jetzt auch in der nächsten Zeit nochmal genauer zeigen. Aber da kann man eben auch mit den GRI-Kennzahlen im Rahmen der ESRS letztendlich berichten, aufgrund der Interoperabilität. Wir haben dann, wie ich jetzt auch schon genannt hatte, auch im Bereich ESRS können wir beim Reporting unterstützen. Wir haben hier natürlich viele Themen, mit denen wir uns schon seit einigen Jahren beschäftigen und haben das jetzt auch auf eine ESRS-Struktur gebracht, um letztendlich das Reporting zu unterstützen auf Basis der ESRS. Und vor allem die lieferkettenbezogenen Datenpunkte aus unserer Plattform Ihnen zur Verfügung zu stellen. Aber wir können auch für den eigenen Geschäftsbereich unterstützen. Und ein ganz zentraler Punkt ist bei der Unterstützung, die wir anbieten. Und dazu möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie auch nochmal das Set an Standards zeigen, was auch schon vorher gezeigt wurde, das Set 1 der sektorübergreifenden Standards. Also ganz zentral ist die Unterstützung bei der Bestimmung von wesentlichen Themen in der Lieferkette. Warum? Weil letztendlich entscheidet die Wesentlichkeitsanalyse darüber, über welche Themen ich als Unternehmen berichten muss. Und mit den Daten aus unserer Plattform können wir eben datenbasiert, und das hatte ich Ihnen schon fürs LKSG gezeigt, zum Beispiel durch Risiken in bestimmten Ländern, in bestimmten Branchen, hier auch wesentliche Themen für Sie identifizieren. Genau, die dann auch eben auch zu der Abstimmung, zum Beispiel also beim Stakeholder Engagement, auch nochmal als Grundlage dienen, aber einfach um datenbasiert hier die wesentlichen Themen auch herleiten zu können. Und wir können für die ganzen Themen, die Sie hier jetzt sehen, da haben wir eine Vielzahl an Themen, bei denen wir unterstützen. Wir haben das jetzt hier auch hervorgehoben, nochmal durch unser Logo. Können wir Sie unterstützen, hier die Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen und darüber letztendlich auch zu reporten, weil alles dokumentiert wird. So viel zum Reporting. Der letzte Punkt ist dann das Thema Dekarbonisierung in der Lieferkette. Natürlich hängt es auch mit dem ESRS-Reporting zusammen, weil wir ja auch das Thema Klimawandel dort mit berücksichtigt haben. Aber kurz auch dazu, was sind hier unsere Unterstützungsmöglichkeiten. Wir unterstützen vor allem bei der Erhebung von Unternehmensemissionen im Scope 3, also wirklich von Lieferanten,
die Daten auch zu erheben. Es kann auch beim Thema Science-Based Targets ganz wichtig sein, also das Thema zum Beispiel Supplier Engagement Targets, wo man eben auch Ziele von den Lieferanten auch erwartet, dass sie sich setzen kann, über uns eben auch erfasst und gemonitort werden. Das ist das eine, aber auch das Thema Produkt, CO2-Fußabdruck ist bei uns aktuell ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hier können auch von Lieferanten Daten eingesammelt werden. Und hierzu auch, natürlich wurde auch schon genannt, das Thema CBAM ist ja auch aktuell sehr, sehr relevant für uns. Also da eben auch Lösungen anzubieten, mit denen wir von Lieferanten strukturiert Daten einsammeln können. Genau, und ich hoffe, Sie haben jetzt einen guten Überblick über unsere Leistungen auch bekommen und auch grundsätzlich geht es auch eben um Möglichkeiten der praktischen Unterstützung über unsere Software. Ich freue mich auch, ich werde gerne noch im Nachgang auch noch meine Kontaktdaten auf die Folie packen, dass Sie die dann auch noch haben, können Sie dann auch gerne auf uns zukommen und auch zu unserem LinkedIn-Account etc., weil wir da auch einiges an interessanten Informationen teilen. Ich freue mich auf die Fragen. Herzlichen Dank, Frau Menillo, auch für diesen Einblick und die Unterstützung und das Angebot, sich zu vernetzen. Also in meinem Bauchgefühl macht sich breit, dass man da, glaube ich, Unterstützung und Vernetzung gut gebrauchen kann. Möglicherweise sind bei Ihnen auch noch Fragen aufgekommen. Jetzt ist Zeit für Sie. Hier, das kommt schon im Chat ein bisschen was. Ich gucke schon rein. Eine erste Frage ist angekommen. Ich lese mal eben vor für alle zu Integrity Next, also an Frau Menillo gerichtet. Geben die Lieferanten die Daten der Emissionen selbst direkt in die Software ein? Wie sind die Zugänge für die Software vorgesehen? Lizenzen, Formulare? Ich könnte mir vorstellen, beim Thema Daten wird man ja auch so ein bisschen hellhöriger. Ja. An alle anderen, während Frau Menillo antwortet, schreiben Sie gerne schon. Ich habe ein Auge auf dem Chat und dann kommen wir hoffentlich gut in die Diskussion. Frau Menillo, gerne. Ja, sehr, sehr spannende Frage. Genau, also grundsätzlich ist unsere Software für alle Lieferanten kostenlos. Hatte ich ganz vergessen zu sagen, weil das eigentlich tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil wir sagen, es ist ja auch für die Lieferanten schon natürlich auch mit Arbeit verbunden. Also wir versuchen es so einfach wie möglich, aber natürlich muss ich mich im System anmelden, dann muss ich auch Daten eingeben und wenn man jetzt auch noch dafür zahlen muss, dann ist natürlich das Thema Zugänglichkeit wieder sehr erschwert. Und das heißt, grundsätzlich ist die Plattform kostenlos für alle zugänglich und dann läuft es so, dass die Lieferanten, wenn sie jetzt zum Beispiel zu Assessments, also zu sogenannten Fragebögen eingeladen werden von ihren Kunden, entweder haben sie da schon ein Profil bei uns und der Kunde kann dann mit diesem Supplier quasi verbunden werden auf unserer Plattform und bekommt dann die Daten, die er schon für einen anderen Kunden eingegeben hat. Also der Lieferant hat ein Profil und kann es mit verschiedenen Kunden teilen. Oder der Lieferant kann es dann für den Kunden speziell ausfüllen. Genau, das wäre so ganz kurz zusammengefasst, wie das hier der Prozess läuft. Ja, herzlichen. Genau. Gerne ergänzen Sie. Eine Ergänzung ist mir gerade eingefallen. Genau, das ist jetzt zu den Assessments. Aber es gibt natürlich einige Punkte, die der Kunde auch schon ohne Zutun der Lieferanten machen kann. Also das Thema mit den Länder- und Branchenrisiken zum Beispiel und Monitoring von kritischen Nachrichten ist automatisiert möglich. Also genau. Aber Emissionsdaten kommen tatsächlich von den Lieferanten direkt. Ja, nochmal vielen Dank. Ich sehe schon im Chat die nächste Frage. Ist jetzt nicht genau dazu geschrieben, an wen sie sich richtet, aber können wir ja mal sehen, wer sich berufen fühlt sozusagen. Die Frage ist, wie nehmen Sie die Entwicklung zur Messung von ESR E4, Biodiversity und Ecosystems wahr? Vielen Dank. Wer immer, oder vielleicht von beiden ein kurzes Statement dazu. Genau. Herr Adler hat sich, glaube ich, schon freigeschaltet. Ja, gerne. Genau, ich kann gerne ein, zwei Sätze dazu sagen, weil das uns gerade auch viel beschäftigt. Was auch ein Teil der ISS-Berichterstattung ist, Biodiversität. Was wir da gerade sehen, also gab es von der EU ja auch nochmal quasi das Gesetz, dass wir Biodiversität, Naturschutz auch dementsprechend so wahrnehmen wollen oder wie das ganze Thema wichtig ist.
Was wir sehen, ist, dass es komplex ist in der Datenerhebung, wie man das Ganze berichtet. Man muss ja sehr dafür, also muss sich mit den einzelnen Themen da beschäftigen. Wir arbeiten da beispielsweise gerade viel mit, das kennt man vielleicht, Nala Earth zusammen, einem anderen Anbieter, der sich da dediziert drauf spezialisiert hat. Das kann ich auch total empfehlen, dass man sich das einmal anschaut. Weil da geht es wirklich darum, dass wir jetzt erstmal Daten, diese komplexen Interaktionen zwischen den einzelnen Biodiversitätstopics wie Wasser, Pollution, auch quasi die Luft um uns herum und die Biodiversität in den Auswirkungen, die ich habe. Und das ist auch ein Lieferkettenthema wieder, weil ich ja auch quasi durch meine Ausgaben in der Lieferkette, durch meine Lieferanten dort schauen muss und sicherstellen muss, dass die Qualitätssicherung da auch stimmt. Wenn man dann Assessment zu machen und es dementsprechend dedizierter zu betrachten, ist ganz, ganz wichtig. Und darauf basierend auch eine Nature Strategy zu machen, weil die braucht man für die CSRD. Das ist zum Beispiel so ein Thema auch, wo wir ganz intensiv mit dem Partner Nala da zusammenarbeiten und schauen gerade, wie wir da optimalerweise was bauen können, was dann auch wieder Sinn ergibt, und sind mit Auditors im Austausch, wie wir das auch in die ESRS-Berichterstattung bekommen. Also ich würde sagen, die aktuellen Entwicklungen auch sehr dynamisch und wird sich für die nächsten 6 bis 12 Monate auch rausstellen, wie tief das jetzt auch dann wirklich reingeht in der Berichterstattung. Frau Minnelo, noch Ergänzungen zu dem Punkt? Genau, also ich habe dem auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also was wir halt bei den ESRS sehr stark wahrnehmen, es sind natürlich sehr, sehr viele Themen, die die Unternehmen auch, ja, wo sie reinschauen müssen, abdecken müssen. Und wir nehmen schon wahr, dass da auch ja stark priorisiert werden muss, auch in dem Kontext. Und gerade das Thema Biodiversität ist halt für viele schon noch eine größere Herausforderung. Das heißt, wir sehen jetzt, also natürlich, dann gibt es die Biodiversitätstreiber wie Umweltverschmutzung, auch dann über eben Wasser etc., also nur jetzt beispielhaft. Also wir sehen da eben so ein auch Rantasten von einem Thema zum anderen. Aber gerade Biodiversität, glaube ich, da wird sich auch noch viel, ja, also ich hoffe, dass da auch noch mal mehr Klarheit reinkommen wird, was da genau zu tun ist. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle, die hier im Chat schreiben. Ich fasse die nächste Frage mal ein bisschen zusammen. Da geht es um Studierende an der Hochschule und Lehrangebote. Und was sollten Studierende aus Ihrer Sicht wissen und können, damit sie potenziell für Unternehmen wie Ihre gute MitarbeiterInnen sein können? Ja, also was ich gerade sehr, sehr stark wahrnehme, ganz viel Durchhaltevermögen. Um bei der Komplexität an Themen, sage ich mal, auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Das bezieht sich so ein bisschen auch auf das, was ich eben gesagt habe. Also man sieht eben sehr, sehr, sehr viele Anforderungen und neue Anforderungen, die hier jeden Tag reinkommen. Also auch wir, ist es ja auch schön, also zu sehen, dass es jetzt nicht nur auf EU-Ebene Entwicklungen gibt, sondern auch aus dem asiatischen Raum sieht man jetzt, passiert jetzt sehr, sehr viel in den USA. Man muss aber einen sehr kühlen Kopf bewahren und sich da nicht davon erschlagen zu lassen, weil letztendlich sieht man dann doch auch sehr, sehr viel Parallelen zwischen den Entwicklungen. Und seit vielen Jahren, also nehmen wir mal das LKSG zum Beispiel, natürlich, es war jetzt auch ein neues Gesetz in den letzten Jahren, die Unternehmen haben die Erfahrungen gesammelt, aber das basiert ja auch alles auf internationalen Standards, wie zum Beispiel jetzt den OECD-Guidelines, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, wo man auch eben schon viele Jahre an Erfahrungen auch hat in vielen Unternehmen, und da auch so zu wirklich auch reinzufühlen und zu schauen, okay, was haben wir denn da schon, was wir wirklich auch machen und was müssen wir jetzt noch dazu bauen. Also das ist auch für uns als Integrity Next, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch immer quasi von dem, was schon da ist, darauf aufbauen und nach, sag ich mal, Schritt für Schritt auch den Anforderungen nachkommen. Also. Und das auch auf persönlicher Ebene letztendlich. Auch ich als Expertin würde das jetzt auch sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, da einfach auch das auch manchmal die Dinge auch mal klein zu schneiden und zu sehen, wo kann man jetzt in diesem komplexen System auch wirklich mal einen Mehrwert leisten, um dann die Anforderungen umzusetzen. Also vielleicht dazu ergänzend noch einmal ganz viele, das ist bei uns sehr stark verankert, dass wir mit Hochschulen und Universitäten da zusammenarbeiten. Und da ist es so, dass wir wirklich, also oder dass ich immer sage, also die Themen, besonders CSRD, wenn man da also sich in spezifische Felder dann auch rein spezialisiert im Wissen,
Es ist zurzeit wirklich Gold auf dem Arbeitsmarkt. Also wir haben einige mittelständische Kunden, die suchen händeringend nach Leute. Es gibt aber nicht diese Kompetenz im Markt, also diese Talente, die wirklich das verstanden haben, was der ESRS braucht und das ganze Nachhaltigkeitsreporting dahinter. Das ist wirklich sehr, sehr ein kleiner Talentemarkt. Und deswegen würde ich an der Uni schon schauen, das so praktisch wie möglich zu machen. Wie würde ich ein mittelständisches Unternehmen darauf vorbereiten, dass es erstmal in die Berichterstattung geht? Da vielleicht, wir haben Erfahrungen gemacht schon mit Seminaren. Und da kann ich auch gerne anbieten, in den Austausch danach auch nochmal zu gehen, weil wir da echt auch Kooperationen haben, wo wir kostenlos unsere Software zur Verfügung stellen, wo man mit Trainingsdaten da auch sich mal durchspielen kann, durch so ein Reporting, mal selber so einen Bericht zu erstellen. Ich glaube, das ist wirklich in Vorbereitung dann, was auch, wenn man das weiter mit sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Arbeitsmarkt will, als in seiner Arbeit nach der Universität beschäftigen möchte, glaube ich, super spannend, super relevant und würde ja auch extrem helfen, gerade, dass wir da dieses Wissen auch in den Markt reinbekommen und dementsprechend auch die Talente von den Universitäten so bekommen. Vielen Dank für die Ergänzung. Frau Minello, im Chat ist eine weitere Frage an Sie aufgetaucht, nämlich Sie haben einen ESRS-GRI Interoperabilitätsindex angesprochen in Ihrem Vortrag oder in Ihren Ausführungen. Und jetzt berichtet der Chat-Teilnehmer, jüngst wurde im Tagesspiegel Background Sustainable Finance eine Studie dargestellt, die zeigt, dass es zwischen ESRS und GRI in vielen Datenpunkten keine Interoperabilität gibt oder besteht. Ja. Was sagen Sie dazu, möchte der Chat-Teilnehmer wissen? Also grundsätzlich ist es positiv, oder bewerten wir es als positiv, dass ja so ein Mapping auch erstellt wurde, eben auch von GRI und auch EFRAG eben in gemeinsam auch hier ja auch einfach gezeigt wurde, wo gibt es Interoperabilität oder nicht. Und es ist gerade für diese Übergangszeit, sage ich mal, viele Unternehmen haben natürlich seit vielen Jahren, reporten sie nach GRI-Standards, sie sind etabliert. Und es ist gut, da einfach auch aufzuzeigen, okay, wo hast du schon Kennzahlen erhoben? Kannst du auf die zurückgreifen und die dann auch einfach zu nutzen? Aber so mittel- bis langfristig sehen wir schon, dass immer mehr die Entwicklung in Richtung wirklich ESRS-Standards und auch der Metriken, die letztendlich da jetzt auch genannt werden. Es wird ja auch noch die Sektor-Standards geben, die KMU-Standards, beziehungsweise SMI-Standards. Also da wird ja auch einiges noch kommen an, sag ich mal, Klarstellung und nochmal Spezifizierung jetzt für die Branchen zum Beispiel oder je nach Unternehmensgröße. Und wir sehen da schon, dass die Entwicklung sehr, sehr stark in die Richtung geht und dass es halt wirklich nur eine Hilfe ist für die, die dann letztendlich nach GRI reported haben und jetzt ihre Prozesse auch umstellen in Richtung ESRS. Ja, vielen Dank auch dafür. Jetzt sehe ich im Chat, das würde ich mal als Vernetzungsangebot und Wunsch interpretieren, hier Datenaustausch und Demos. Und dann gibt es noch eine Frage an Herrn Adler, nämlich Sie haben die Fachkräftesicherung angesprochen. Welche berufsqualifizierenden Maßnahmen oder gegebenenfalls Qualifizierungsprojekte braucht es aus Ihrer Sicht, um Abhilfe zu schaffen? Also da ist meines Erachtens, da gibt es mittlerweile auch gute Angebote, dass man da schaut, zu den einzelnen Standards wirklich Zertifizierungen zu machen. Also ich weiß jetzt mittlerweile, dass IHKs mittlerweile auch dementsprechend schon mal sowas anbieten oder gerade im Ausland sind. Der TÜV hat da ein gutes Programm auch zu den einzelnen Standards, da auch wirklich reinzugehen und da qualifizierte Maßnahmen da auch vorzunehmen. Wir versuchen auch zum Beispiel mit dieser Academy genau da schon mal so die ersten Schritte machen zu können. Es gibt auch, ich habe schon gesehen, zertifizierte Sustainability Reporting Advisor beziehungsweise auch Professionals. Das kann man alles mal gut googeln und das ist auch meistens berufsbegleitend. Also wenn man jetzt schon im Beruf ist und da Wissen aufbauen muss, gibt es zum Beispiel immer mehr Angebote. Darüber hinaus kann ich auch sehr empfehlen, dass man bei der EFRAG gibt es auch so viele Q&A und auch Umsetzungsleitfaden, wie man das Ganze einzeln umsetzen kann. Da kann man auch im Selbststudium, wenn jetzt vielleicht kein Budget mehr da ist für eigenes Development, kann man es im Selbststudium auch viel Wissen sich anhäufen. Es gibt ja auch öffentliche Konstellationen, wo man wieder Fragen stellen kann an den Standardgeber. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen in Interaktion geht und auch diese Umsetzungsleitfäden wirklich ernst nimmt und im Selbststudium durcharbeitet, kann man da ganz, ganz viel für sich rausnehmen und sich da auch dementsprechend qualifizieren und aufschlagen.
Ja, auch dafür vielen Dank. Jetzt hat sich hier eine Anschlussfrage ergeben. Ich glaube, das ging um den Tagesspiegel-Background und die Interoperabilität, nämlich wie sieht die Interoperabilität mit dem DNK? Das ist für KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen wichtig. Wie sieht das aus? Wird gefragt. Ich wollte gerade sagen, wer möchte? Ja, ich kann gerne kurz was sagen. Also ich weiß, dass der DNK arbeitet daran, dass sie auch quasi zum ESS, also ähnlich wie beim GRI, dass das Ganze gemappt wird und die daran arbeiten. Ich kenne tatsächlich gerade nicht den aktuellsten Stand, deswegen auch an die Kollegen, vielleicht kennt ihr dann den aktuellsten Stand vielleicht auch. Soll aber auf jeden Fall so mit dem ESS gemappt werden, damit man weiter auch nach dem DNK berichten kann, den ich einen super Standard finde, zum Beispiel für den Einstieg auch. Ja, vielen Dank, ich würde vielleicht ergänzend dazu noch sagen, also ich sehe auch, dass Sie da auch einiges an Veranstaltungen immer auch dazu anbieten. Also ich glaube, da ist es auch ganz gut, gerade wenn man nach DNK jetzt auch berichtet, da auch nochmal oder sich dafür interessiert, glaube ich, bietet die eben auch viel so Webinare dazu an. Und ich glaube, das wird sich auch nochmal entwickeln mit diesen, also mit den SMI, mit den Standards für KMUs. Und da bin ich auch gespannt, wie da auch die Relevanz von dem DNK dann auch ja, sich in Zukunft entwickelt, weil natürlich die SMI-Standards auch ja, auch für die großen Unternehmen letztendlich ja so ein Maximum an, sag ich mal, Fragen, Datenpunkten definieren werden, die man dann von seinen KMU-Lieferanten überhaupt abfragen darf. Also es ist dann schon, glaube ich, im Interesse auch vieler KMUs, sich auch daran zu orientieren, weil das einfach vom Markt gefragt sein wird. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr gespannt, wie das dann zusammenpassen wird. Ja, und da auch noch ergänzend, glaube ich nämlich auch, dass sich auf viel ESS wieder konzentrieren wird, insbesondere KMU-Standard. Da sind wir gerade auch in einem Test mit der EFRAG, wo wir so einzelne Unternehmen da mal austesten wollen, wie sie sich damit fühlen mit dem Standard, so wie der heute ist. Da sind wir super, super gespannt, insbesondere weil wir halt auch einige DNK-Kunden haben und dann den direkten Vergleich eigentlich auch ziehen können, die an beiden Standards gearbeitet haben, wie da auch dann der Aufwand bzw. auch der Reporting-Umfang dementsprechend sein wird. Aber ich denke, DNK und auch die Themen, mit denen man sich da auseinandersetzt, ist ja auch wieder viel GRI, damit da integriert ist, da macht man jetzt auch wenig falsch. Sollte aber nie den ESS aus den Augen verlieren. Da. Ja, eine weitere Frage an Frau Menillo ist aufgetaucht, nämlich Sie haben als ersten Schritt eine abstrakte Risikoanalyse genannt und welche Daten werden dafür verwendet? Ist interessiert, wird gefragt, ja. Ist voll interessant. Also grundsätzlich vom Prozess her läuft das Ganze so, dass eben unsere Kunden relativ wenig Informationen eigentlich brauchen von ihren Lieferanten, damit wir das für sie erstellen. Also da reicht eigentlich so ein Ländercode und ein Branchencode, nur um jetzt hier mal zwei ganz zentrale Datenpunkte zu nennen. Und jetzt ist wahrscheinlich die Frage nicht nur, was benutzen wir dafür für Daten, sondern auch, was benutzen wir letztendlich, um die Risiken zu bewerten. Und da orientieren wir uns sehr stark, also weil wir eben das LKSG als erstes relevantes Gesetz auch gesehen haben, an den Quellen, die auch, sage ich, im LKSG empfohlen werden. Und das jetzt nicht im Gesetz selber, aber in den Handreichungen. Da gab es ja auch verschiedene Handreichungen zur Risikoanalyse. Und da sind dann auch ganz neu erst tatsächlich, oder was heißt ganz neu, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, die Zeit vergeht sehr schnell, aber Ende letzten Jahres wurde auch eine neue Übersicht an Quellen für die Risikoanalyse veröffentlicht vom BAFA. Diese Quellenübersicht zeigt Quellen, die das BAFA selbst verwendet, um die Risiken zu bewerten. Und deswegen ist es naheliegend, dass auch die vom LKSG betroffenen Unternehmen sich an diesen Quellen letztendlich zu orientieren, also orientieren sollten als Empfehlung. Und da haben wir zum Teil viele, sage ich mal, quantitative Daten. Das sind vor allem für die Länder. Das sind dann zum Beispiel, gibt es von Save the Children einen Childhood Index, der dann eben die Risiken für Kinderarbeit in verschiedenen Ländern aufzeigt. Das sind quantitative Daten, die wir hier zusammengestellt haben für relevante Themen. Das ist jetzt nicht nur Kinderarbeit, aber auch für das Thema irgendwie Wasserverbrauch, Umweltverschmutzung zum Beispiel.
Daten und die dann ausgewertet eben wurden von uns, quantitativ, aber man hat natürlich auch viele qualitative Daten. Das ist nämlich für die Branchen nochmal ganz relevant. Da gibt es zum Beispiel wirklich sehr, sehr viele Reports, die dann aufgeführt werden, wo man wirklich durchgehen muss, qualitative Datenanalyse betreiben muss, um das Ganze in eine verarbeitbare Form zu nehmen. Und das sind alles Prozesse, die wir auch als, sag ich mal, ESG-Team auch stark treiben und auch umsetzen, um das für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Weil es, das ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Also wenn jedes Unternehmen das selber machen muss, das ist gar nicht ganz so leicht. Das vor allem auch nochmal fundiert durch die ganzen Quellen, sich da durchzuschauen. Ja, herzlichen Dank auch dafür. Jetzt sehe ich nicht direkt eine neue Chat-Nachricht, dann nutze ich mal die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass DBU Nachhaltig Digital und die DBU auch noch mehr zum Thema Lieferketten anbieten. Es kann ja sein, dass auch im Nachgang noch Fragen kommen und man das eine oder andere noch mal klären will. Und dafür bieten wir am 14. März noch eine weitere Veranstaltung. Ich hoffe, man sieht jetzt meinen Bildschirm. Ja, digitale Technologien in der Lieferkette an. Also 14. März. Hätte ich fast gesagt, auf diesem Bildschirm wieder online, 11 bis 12 Uhr. Sie können sich jetzt den QR-Code irgendwie abscannen oder aber, wenn Sie das einfach erstmal im Kopf behalten und dann später nochmal gucken möchten, können Sie auch auf unsere Webseite gehen unter www.dbu.de. Termine finden sich auch alle Termine, die die DBU veranstaltet. Da gibt es also auch noch mehr als nur Digitales in der Lieferkette. Gibt es also zum Beispiel auch im Sommer eine ganz große Veranstaltung, die Woche der Umwelt, wo man sich im Garten von Schloss Bellevue trifft. Da machen wir auch gerade schon so ein bisschen Vorwerbung für. Das darf man gerne auch schon mal im Blick behalten. Wenn Sie weiteres von Nachhaltig Digital wissen möchten, dann kann man denen auch auf immer auf LinkedIn folgen. Da gibt es immer die aktuellen Infos, aber das schon mal vorweg. Solange wir hier keine neuen Chatfragen hatten, jetzt sehe ich aber, dass wir eine neue Chatfrage haben und springe sofort wieder zurück in den Chat. Aha, hier Frau Epp, meine Technik-Supporterin, hat also auch noch mal den Link hier bei uns im Chat geteilt, wo Sie direkt draufklicken können. Ein paar Minuten haben wir aber noch, wenn Sie noch irgendwie die Gelegenheit nutzen möchten, was zu tippen. Tun Sie das gerade noch? Nebenher danke ich schon mal allen, die heute uns hier mitgefolgt sind, die hier im Chat was geschrieben haben. Ich warte noch mal ein bisschen, ob was kommt. Ich danke auf jeden Fall auch schon mal Herrn Adler und Frau Menillo, die uns die Impulse gegeben haben und auch hier auf jede Frage irgendwie eine Antwort wussten und spontan was zusammengefasst haben und weitergegeben haben. Ich schaue noch mal ein bisschen, ob irgendwie was kommt. Sehe jetzt erstmal nichts mehr. Ansonsten auch uns können Sie natürlich gerne über unsere Kanäle, über die Homepage kontaktieren, wenn Fragen sind. Ich erwähne auch einmal, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist nicht nur ein Veranstaltungsmanager sozusagen, sondern wir sind natürlich auch eine Förderstiftung für den Mittelstand. Also wenn es da mal Bedarf gibt, einen Förderantrag an die DBU zu stellen, wenden Sie sich selbstverständlich gerne an die Kollegen aus und Kolleginnen aus den Förderabteilungen. Also manchmal scheitern gute Ideen ja auch einfach nur daran, dass das nötige Kleingeld vielleicht nicht da ist. Also gerade dafür wurde die DBU gegründet, auch hier ein bisschen zu unterstützen. Da kann ich nur zu ermuntern, vielleicht auch mal über die Webseite zu stöbern, was dafür nötig wäre da. Oder auch einfach zum Telefonhörer zu greifen und die Kolleginnen und Kollegen anzurufen. Also das ist unser Kerngeschäft, da unterstützen wir auch gerne. Ja. Ich sperre noch mal in den Chat, aber ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Dann ist es jetzt noch mal mein Anliegen, Ihnen einen wunderbaren Tag zu wünschen. Noch mal Danke zu sagen, dass Sie alle dabei waren. Kommen Sie gut weiter durch die Woche. Behalten Sie Ihre Lieferketten im Auge. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es doch mehr Arbeit ist, als Sie am Anfang vielleicht gedacht haben. Suchen Sie sich Unterstützung. Vielen Dank für den Dank, der im Chat aufpoppt. Und einen wunderbaren Tag. Und vielleicht bis demnächst.